Hallo Sascha, könntest du auf ein Röntgenbild von einer Patientin bei mir schauen, bitte? Selbstverständlich. Springer Maria, 2.2.1991. Siehst du da etwas Pathologisches? Nein, ich sehe nichts. Die Struktur parakardial rechts ist für mich eine Überlagerung. Das habe ich auch so gesehen, bin mir aber nicht sicher gewesen. Das ist gut, dann können wir das ambulant machen. Würde ich auch. Heutzutage passieren die meisten Fehler in der Medizin wegen Problemen mit der Kommunikation. So kommen nicht selten wichtige Informationen entweder unvollständig oder zu spät dort an, wo sie herkommen sollten. Gerade bei Notfällen ist ein rascher Informationsfluss aber entscheidend wichtig. Wir vom Luzerner Kantonsspital setzen sowohl spitalintern als auch spitalextern im Umgang mit unseren niedergelassenen Ärzten konsequent auf elektronisch unterstützte Kommunikation. Um den Datenverlust und die Fehlerquote überhaupt zu verringern, erfassen wir alle relevanten Informationen immer gerade elektronisch. So können Laborwerte, Röntgenbilder, Anamnese und Befund von den dazu autorisierten Personen sofort und überall im Spital angeschaut und weiterverarbeitet werden. Und auch spitalextern lässt sich der Informationsfluss stark verbessern. Die Kollegen, die über einen geschützten Kommunikationskanal verfügen, können wichtige Informationen auch direkt von der Praxis aus abrufen. Das ist für Sie. Merci. Machen Sie morgen bei Ihrem Hausarzt, dem Dr. Schönbucher, einen Termin ab. Bis dann wird er alle nötigen Informationen bei sich haben. Das elektronische Patientendossier und Kommunikation erleichtert unsere Arbeit sehr. Früher musste man alle Berichte ab Diktaphon schreiben. Heute kann man die ärztlichen Eintragungen via Knopfdruck direkt in einen Bericht umwandeln. Auch die Labordaten werden automatisch ins klinische System integriert. Und mit einem weiteren Knopfdruck wird der Bericht an den Hausarzt verschickt. Mit den geschützten elektronischen Kommunikationskanälen kommen die Informationen schneller und sicherer an den richtigen Ort. Zudem ist es für uns alle viel einfacher, weil wir uns nicht mit all dem Papier herumschlagen müssen. Die Notfallpraxis am Luzerner Kantonsspital schafft sogar ganz ohne Papier. Ja, Frau Springer, Sie waren da im Spital. Es ist noch eine Frage offen, die wir noch klären wollen. Ich möchte Sie noch zu einem Spezialist schicken. Sind Sie einverstanden? Ja, das ist gut. Ich mache gerade die Zuweisung. Hier aus dem Rechnose. Erleichterungen im Datenaustausch sind aus Hausärzt wichtig. Viele Verbesserungen sind in den letzten Jahren realisiert worden. Zum Beispiel schickt uns die Notfallpraxis vom Kantonsspital alle relevanten Daten elektronisch. Wir müssen die einzelnen Dateien nur noch einem Patienten zuordnen, dann stehen sie uns in der elektronischen Krankengeschichte zur Verfügung. Die elektronische Krankengeschichte verbessert auch meine Arbeitsqualität. Mit der Anamnese respektive integrierten Problemübersicht mit Angaben zur meist medikamentösen Therapie habe ich immer vor Augen, worum geht es eigentlich beim aktuellen Patienten. Wenn ich selber eine Überweisung mache, schreibe ich sie direkt innerhalb der Krankengeschichte. Häufig noch, wenn der Patient vor mir sitzt. Das ist schnell gemacht. Die ärztliche Arbeit soll zeitgemäße Instrumente benutzen. Die elektronische Krankengeschichte und der digitale Datenaustausch optimiert den Arbeitsprozess. Damit wird die Arbeitseffizienz gesteigert. Das führt auch zu einer besseren Behandlungsqualität und schließlich Patientenzufriedenheit. Gut,